Nee, noch nicht. Egal. Du kleine Egal. Hure. Du kleine Hure. Weißt du, wie schwer das ist, das jetzt gleich rauszufiltern? Nimmst du noch auf? Nein, ich nehme jetzt nicht mehr auf. Wie? Ja, ich muss das jetzt gleich irgendwie da rausfiltern. Das musst du ruhig drin lassen können. Ach Ich fand's lustig. so. Ich fand's lustig. Ja. Gut. Okay. Lässt du's drin? Weiß ich nicht. Okay. Einmal. So Leute, der Max hier und willkommen zurück zum Black Ops 2 Online Let's Play. Schon wieder ein Gun Game. Richtig. Und diesmal wieder auf der Map Express. Und gleich spielen wir einen Abschluss bestätigt, denn du hast vor Ah ja, zwei Parts richtig, gesagt, richtig. ungefähr zwei, drei Parts. Ich möchte einen Abschluss bestätigt mal machen. Ich habe schon einmal gespielt. Ich auch. Ja. Ja. Ja, komm mal raus. Ja. Okay. Express, sauber! Ah nee, ein Das Gun fällt mir auch Game! früher auf. Ein Sag Gun mal. Game auf der Map. Ja, ich habe gerade einen schwarzen Bildschirm. Beziehungsweise einen Warte auf andere Spieler. Achso. Ja, ich brauche immer etwas länger. Leute, ich werde immer wieder gefragt, wie ich den Black Ops 2 finde. Und ich kann es nur immer wieder erwähnen, ist meiner Meinung nach das bisher. Lol, was war das denn? Oh, Kein Ding. aber unsere Verbindung, ne? Und das ist meiner Meinung nach eines der besten CODs, die jemals rausgekommen ist. Also vom Multiplayer her. Ich mach mir gar kein Fazit mehr. Also, ich spiele die Singleplayer gar nicht mehr an. Weil sie mich null interessieren. Das ist aber gut. Aber Bis auf die ja, Synchro. kann ich vielleicht mal eine Ausnahme machen. Ich meine, jeder sagt, dass der Singleplayer ziemlich gut ist. Auf jeden Fall. Was war denn deiner Meinung nach das beste COD im Multiplayer-Modus? Jetzt mit dem hier? Ja, mit dem hier. Das hier. Ganz klar. Die anderen waren ein Rotz im Gegensatz zu dem hier. Ich glaube, ich habe es irgendwo schon mal erwähnt. Ich fand. Das habe ich irgendwo schon mal erwähnt. Wo habe ich das erwähnt? Egal. Ich fand den Multiplayer-Modus von World at War am besten, ne? Dann kommt. Das hast du schon mal erwähnt. Stimmt. Ja, dann kommt COD4 irgendwann und dann. Kommt das hier. Genau, dann kommt Black Ops 2. Aber erst nach Black Ops 1. Ja, obwohl, eigentlich nicht. Ja, ich habe Irgendwo Black Ops das. 1 nie gespielt, aber. Also wirklich, aber das Spiel macht einfach Spaß. Ein COD, der Spaß macht. Nicht so wie MW3. Richtig, MW3 war eine Qual. Ja, MW3 war eine Qual. Ja, war echt egal. Bin ich gemessen? Manchmal habe ich echt gern gespielt, wenn ich Glück hatte und es mal gut lief. Aber die größte Zeit habe ich es einfach nur gehasst. Und deshalb kamen da wirklich immer nur so 2 Wochen Abständen irgendein Part, bis ich dann aktiv bis zu Black Ops 2 gemacht habe. Ne, bis zu Medal of Honor Warfighter. Ich habe dich getötet. Und ich sollte jetzt mal weniger reden, weil ich gerade verliere. Und mit Konzentration fehlt. Merke ich. Ja, sonst wäre ich ja schon längst Erster. Nein, Okay, wärst du nicht. wie habe ich den gerade. Wie konnte ich den gerade nicht sehen? Okay, alles klar. Fuck, und ich habe ihn nicht mehr bekommen. Wie zur. Also, wie lange hat die denn gerade gebraucht? Das ist ja heftig. Nix da. Und schon bin ich wieder Erster. Wunderbar. Überall, Alter, von hinten, von vorne, von links, von rechts. Also gerade hat die irgendwie 3 Schüsse von sich abgelassen. Naja. Fragwürdige Aktion. Scheiße. Boah, Junge, Diese hast du schon mal Aliens Tubak-Kabe. vs. Predator Nie 2010 gespielt? gespielt? Ich habe nicht mal ein einziges von den Spielen gespielt. Weil ich hole mir gerade so die Reviews von, also die Erfahrungsberichte von manchen ein. Und bisher habe ich immer nur gehört, dass das Spiel ziemlich langweilig sein soll. Aber ich werde es trotzdem mal spielen. Sogar X-Wave X. Für die, die es nicht wissen, ist mein Lieblings-LPR. In der deutschen Szene. Weil wegen Horror und so. Als ich angefangen habe in Let's Plays, war er der erste Horror-Spiel-Let's-Player, den ich irgendwie gekannt habe. Und ich bin mir auch sicher, dass es der erste war, der überhaupt in der deutschen Szene Horror-Spiel-Let's Played hat. Ja. Und der hat das auch gespielt. Den habe ich neulich gefragt, wie er das Spiel denn so fand. Er meint, ja. War ganz lustig, aber ja, den Großteil der Zeit eben so, naja. Aber jetzt durchgezogen.
alle drei Kampagnen. Und dementsprechend werde ich das auch machen. Ja, denn ich habe es mir ja nicht umsonst gekauft. Das war schlecht. Im Übrigen kannst du eine Messerattacke geil ausweichen, indem du dich einfach hinlegst. Das hat gerade so ein Typ bei mir gemacht. So, er legt sich hin, ich kann ihn nicht messern. Oder wenn man einfach gegen messert. Ja, oder wenn man schlecht ist und das einfach nicht... Genau, oder wenn man es einfach nicht hinkriegt, wenn man scheiße ist. So wie du. Weil ich krieg's selber. Geht. Ah ne, der ist ja auf der anderen Seite. Aloha! Und ich hab den Crossbow. Na, wo bist du? Where are you? Ah, fuck! Fuck! Na gut, jetzt haben wir beide den Crossbow. Fünfter, ey, das ist nicht gut. Ich bin gleich auf mit dem Typen. Das ist auch nicht gut. Jawohl, gestuckt! Scheiße, ey. Ja. Nein, Alter, ich wollte... Okay, okay. Keine coolen Tricks mehr. Einfach nur... Sie. Einfach nein, nur... und er stirbt nicht mehr, verdammt. Einfach nur, gewinnen, 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 gewinnen und... Nein! Ich wollte gerade abdrücken, ich wollte gerade abdrücken. Boah, nee, ey. 90 Oshiran 1. Oh. Gewagt. Drüber! Der steckt im Knie. Au. Ah! Im Knie, Mann, das tut doch weh. Ach so, aber im Kopf nicht, oder was? Nee, da bist du ja tot, wenn du Glück hast. Ja, gut, schon auch wieder. Aber wenn du Glück hast. Ja, eben. Ich bin sicher, dass man sowas nicht überlebt. Also, Leute, ich würde sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ja.